Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück im fünften Teil. Wie ihr seht, habe ich mir jetzt ein zweites Mithril-Schwert geholt, da der Dungeon doch echt ziemlich nervig sein kann. Außerdem war ich noch einkaufen, habe meine Potions und meine Antidotes wieder aufgestockt. Ja, und weiter geht's, würde ich sagen. Auf dieser Ebene gibt es 16 Räume, so einer wie dieser hier. Es ist aber nicht in jedem Raum etwas zu finden, einfach die Wege ablaufen, die ich gehe. Die Räume sind in Waben angelegt, in 4x4 Reihen. In die unterste Reihe können wir aber noch nicht rein, das zeige ich dann aber später nochmal. Bevor wir jetzt den Raum links von diesem betreten, wichtig, bitte ein Memo-Safe anlegen. Den Grund erkläre ich gleich. We'll be right back.
Warum der Memo-Save? Ganz einfach, das Spiel ist sehr unberechenbar, was die Gegneranzahl in den Zufallskämpfen betrifft. Was heißen soll, dass ihr auch mal gut und gerne 6 solchen Pisco-Demons gegenübersteht, was die Sache dann nicht ganz so einfach macht. Am besten dann das Spiel nochmal neu starten und vom Memo-Save aus nochmal versuchen. Solltet ihr übrigens auch des Öfteren mal machen, falls ein Dungeon zu schwer werden sollte. Ja, wie eben gesagt, in die unterste Reihe können wir noch nicht rein, da brauchen wir nämlich den Schlüssel für. So, endlich geschafft. Jetzt führt uns der Weg zurück nach Elfheim, wo wir ein paar neue Zauber kaufen werden und unsere Items aufstocken, bevor es weitergeht. Den Itemshop habe ich auf meiner Einkaufsliste jetzt weggelassen. Ihr solltet, was Potions angeht, auf jeden Fall immer reichlich dabei haben, wenn nicht sogar auf Maximum. Antidotes, Schlafsäcke und Zelte solltet ihr natürlich auch immer dabei haben. Die Antidotes ein bisschen mehr, bei mir waren es 50, die anderen Sachen meist so bei 20. Thank you.
Oh.